Also die Geldpolitik der Amerikaner hilft uns heute wieder. Knauf hat gesagt, Vorsicht, das könnte auch ein Strohfeuer irgendwo sein. Ich spreche über diese Geldpolitik der Amerikaner mit Jörg Angele von der Raiffeisenbank International. Herr Angele, Ben Bernanke hat also angekündigt, die lockere Geldpolitik noch lange fortsetzen zu wollen. Haben die Märkte also die letzte Sitzung dann irgendwo falsch interpretiert? Also das sehe ich ganz anders. Ich denke eher, die Märkte haben die gestrigen Aussagen extrem falsch interpretiert. Wenn man sich nämlich anschaut, was Bernanke gestern gesagt hat, dann ist es eins zu eins das, was er seit Monaten sagt und auch nach der letzten Zinssitzung in der Pressekonferenz eindeutig wiederholt hat. Und man kann auch im letzten Statement schön nachlesen, dass eine sehr akkommodierende Geldpolitik noch lange Zeit angebracht ist, auch nachdem die Anleihekäufe beendet wurden. Das heißt, eine akkommodierende Geldpolitik, eine expansive Geldpolitik ist selbstverständlich auch bei einem Leitzins von 0% gegeben, wenn ich keine Anleihen kaufe. Also ich denke, hier haben die Märkte gestern etwas überreagiert und die Aussagen fehlinterpretiert von Bernanke. Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt aber auch der Zustand der US-Wirtschaft, gerade das Thema Arbeitsmarkt. Inwiefern teilen Sie denn den Optimismus, den Bernanke da an den Tag legt? Also man kann ganz gut sehen, wir hatten in den letzten Quartalen eine enttäuschende konjunkturelle Entwicklung. Die Wachstumsraten waren durchweg unter dem Potenzial. Wir haben natürlich besondere Belastungsfaktoren wie die Steueranhebungen zu Beginn des Jahres, diese automatischen Ausgabenkürzungen beim Staat. Deswegen dürften wir uns dieses Jahr noch etwas schwer tun. Das zweite Quartal war auch sehr schwach. Wir sind aber der Überzeugung, dass wir gegen Ende des Jahres und vor allem nächstes Jahr dann einen kräftigen Aufschwung sehen werden. Insofern ist die US-Konjunktur eigentlich auf einem sehr guten Weg und auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich ja angesichts dieser bis dato schwachen Konjunktur sehr robust, überraschend robust. Und ich denke, hier wird es auch in den nächsten Monaten deutliche weitere Verbesserungen geben. Wie ist denn jetzt dieses Sitzungsprotokoll zu bewerten? Oder wie bewerten Sie das, wo drin steht, ja, die Hälfte der Gouverneure ist irgendwie dafür, doch auszusteigen, relativ bald auszusteigen aus dieser lockeren Geldpolitik, genauer gesagt aus den Anleihenkäufen. Sie hatten ja nochmal ganz genau differenziert. Sind das jetzt irgendwo Gräben, die da aufgerissen sind? Ich denke, genau das kann man sehr schön aus diesem Protokoll herauslesen, dass offensichtlich es zwei Lager gibt im Geldpolitischen Rat. Die einen, die die Gefahren, die nicht von der Hand zu weisen sind, die dieses Anleihekaufprogramm mit sich bringt, immer stärker in den Vordergrund rücken angesichts der doch robusten Erholung am Arbeitsmarkt. Und die anderen, die verstärkt die niedrige Inflation in den Vordergrund stellen und sagen, man muss aufpassen, dass sich hier nicht zu niedrige Inflationserwartungen festsetzen. Aber man hat auch gesehen, die Entwicklung der letzten Protokolle, dass dieses Lager, das einen Ausstieg aus den Käufen befürwortet, doch stetig wächst und größer wird. Und ich denke auch, wir werden noch dieses Jahr im Herbst sehen, dass das Lager die Oberhand gewinnt und die Käufe dann zurückgefahren werden. Haben Sie da einen persönlichen Zeitplan, wie die Fed jetzt weiter vorgeht? Also wir gehen davon aus, dass mit September oder Oktober, da gibt es jeweils eine Notenbanksitzung, eine erste Reduktion bekannt gegeben wird der Anleihekäufe im Ausmaß von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar pro Monat und dass dann die Käufe bis Mitte nächsten Jahres vollständig eingestellt sein werden. Aber der Leitzins wird darüber hinaus noch wahrscheinlich ein Jahr bis Mitte 2015 oder zumindest zum ersten Halbjahr 2015 bei Null bleiben. Also die Geldpolitik wird auch da noch sehr expansiv sein. Das heißt, dann sollten wir vielleicht mal bei den Kollegen der Anleihenabteilung mal nachfragen, wie sich dann die amerikanischen Staatsanleihen dann möglicherweise entwickeln werden. Jörg Angele von der Raiffeisenbank International, Dankeschön. Gerne, Dankeschön.